Willkommen mal wieder bei New World seit einer ganzen Weile. Ich habe jetzt, glaube ich, 2 Wochen oder ein bisschen länger gar nicht mehr hier reingeschaut. Ich weiß gar nicht. Event scheint vorbei. Ich glaube, wir standen hier irgendwie oder haben hier zuletzt die Geschenke abgeholt. Ich weiß es gar nicht mehr genau. Was ist das denn hier für eine Aufgabe? Truthahnjäger scheinbar. Dann müssen wir das hier, glaube ich, nur irgendwie bei... War ich hier richtig? Nee, genau in die falsche Richtung. Bei der Stadtmauer oder so abgeben, wie es aussieht. Ich bin hier ein bisschen orientierungslos. Kriegsübersicht, das da. Das müsste das Brett sein. Sehe ich das richtig? Ja. Dann können wir das hier einmal, wir nehmen hier mal alles an, was es hier noch so gibt, auch wenn ich das nicht aktiv verfolge. Ja. Aber wir schauen hier nur mal so ein kurzes bisschen rein, dass ich, wenn wir hier aufhören, einmal ganz kurz, also bei New World aufhören, dass ich die Folge dann noch einmal für YouTube habe. Die muss nämlich heute online und ich habe es irgendwie voll verplant und habe gedacht, ich habe heute noch eine Folge, aber habe ich gar nicht. Deswegen starten wir jetzt einmal hiermit. Hilf Quartiermeister Saatwick bei der Bergung von Vorräten. Verzweifelte Maßnahmen? Ist das das, was wir machen im Moment? Bin mir gar nicht ganz sicher. Ich habe auf jeden Fall hier noch einen Waypoint gesetzt für keine Ahnung was. Wir können auf jeden Fall noch ein paar Sachen machen. Bogen, ja, das könnte ich eigentlich endlich mal irgendwie skillen, ne? Ich weiß gar nicht, was hier besser ist. Wir nehmen mal irgendwas. Verursacht 10% mehr Schaden bei Gegnern, die mindestens 10 Meter weit weg sind. Ist eigentlich cool, aber ich habe noch gar keinen Bogen, den wir benutzen können. Ich habe da mal ein bisschen mitgespielt, aber ich glaube, im Moment sind wir da überhaupt nicht up to date. Schwere Angriffspfeile fliegen schneller und verursachen 10% mehr Schaden. Ich weiß gar nicht, was ich für welche habe, deswegen nehmen wir einfach mal das. Durchdringender Schuss verursacht nach jedem Treffer 10% erhöhten Schaden. Ist eigentlich ganz cool. Rüstung wird beim Zielen um 10% erhöht. Todesschuss klingt gut. Wir nehmen das da und wir nehmen das da. Und was haben wir hier noch? Explosivpfeil fügt beim direkten Treffer Verbrennung zu. Das ist nice. Wenn alle drei das gleiche Ziel treffen hier von diesem Schnellschuss, dann verringert sich die Abklingzeit. Das ist eigentlich auch sehr nice. Ne? Wir haben noch zwei. Wir nehmen, glaube ich, einfach mal das da. Vielleicht fehlen uns dann super coole andere Sachen. Huch, nee. Ich wollte noch weiter gucken. Habe ich das nicht blöd? Warte mal. So, das da auf jeden Fall, das da. Hat eine Reichweite von 100 Metern. Voll nice eigentlich. Ja. Heilen bei Kopfschuss finde ich ganz nice. Wir skillen gerade ein bisschen anders als eben, weil ich diese oben hier einfach nicht genommen habe. Da müssten wir den ersten von skillen. Flugweite. Der dritte Pfeil verursacht mehr Schaden. So, da hätten wir noch draufklicken müssen. Das war das Problem, ne? Ja, okay. Saison 2, wir können hier nochmal gucken. Wir haben irgendwo vielleicht irgendwas, was wir noch... Das da können wir noch einsammeln. Oh, oh. Neue Saisonstufe. Wow. Wie haben wir das bloß geschafft? Ich frage mich ehrlich. Bin mir gar nicht so sicher, wie wir das gemacht haben. Weil eigentlich mache ich hier gar nicht so viel. Nicht aktiv jedenfalls. Das ist ja viel passiv. Warte mal zurück. Irgendeine Aktivitätskarte. Das können wir... Oh, ich skill hier irgendwas und das... Ich gucke mir gar nicht an, was das ist. Ne? Man muss das, glaube ich, vorher lesen, was das macht. Ja, zu spät. Das habe ich bei den anderen, glaube ich, genauso falsch gemacht. Warte mal zurück. Das kann ich noch anklicken. Es wird einfach alles angeklickt, was leuchtet. Dann müssten wir hier fertig sein. Genau, dann haben wir das auf jeden Fall geschafft. Ich wollte aber trotzdem noch gucken nach unserer Quest. Eigentlich hier wegen Saisonhandlung. Genau das hier. Das hier ist auf jeden Fall das, was wir machen wollten. Ist das das? Eierjagd?
Das sieht richtig aus. Ich mache hier schon wieder so falsche Sachen. Dann reisen wir noch mal schnell hier hin. Hi, Leon. Schön, dass du da bist. Ja, wir reisen da jetzt, wie gesagt, einmal hin, um hier weiterzumachen mit der Saisonaufgabe. Da gibt es auch, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, eine legendäre Waffe. Ich weiß gerade nicht welche, aber das sehen wir bestimmt gleich. Ach ja, Rennen geht ja hier nicht. Ich erinnere mich. Schon wieder so lange nicht gespielt. Ich bin schon wieder richtig raus. 2 Wochen. Und vor allem dann Suchten mit Baldur's Gate und irgendwie The Last Flame und Diablo habe ich auch schon lange nicht gespielt. Können wir dann noch mit drauf gehauen? Oh. Ja. Cool. Oder auch nicht so cool. Wir kriegen hier auf jeden Fall noch Schaden. Wir haben noch 10 Sekunden Debuff. Oh. Ich glaube, es wird hier wieder hart für mich. Vielleicht sterben wir mal wieder. Oh. Könnte jedenfalls passieren. Da kriege ich schon irgendwelche Pfeile ab, aber den will ich noch. Wir kriegen hier. Ach, hier ist Säure auch wieder. Hey! Vielleicht sind wir tot, ne? Eieiei. Lass mich doch in Ruhe, du Penner. Vielleicht tot, ne? Wahrscheinlich sind wir noch tot. Alter. Kannst du mich mal in Ruhe lassen? Jetzt rennt er zurück. Na, ist ja schön. Können wir jetzt bitte noch die Kiste mitnehmen? So. Hier kriegen wir wieder Fett auf die Schnauze dabei. Oh, aber das macht ja nichts. Sehr schön. Das hat sich auf jeden Fall gelohnt. 5 Kompetenz für Brust. Wir brauchen alles an Kompetenz, damit wir überhaupt mal auf den halbwegs ähnlichen Stand kommen. Ist das hier ein Zelt? Ja, das nutzen wir gleich, falls wir sterben, was gar nicht so unrealistisch ist. Leider, leider. Da lag ein Hund. Ich wollte Hund in Neukorsika lassen, aber er hatte etwas dagegen. Ja, ich weiß, Hund, du hast eine feine Nase und magst keine großen Siedlungen. Ja, habe ich doch gerade gesagt. Hast du nicht gehört? Wie habe ich das gesagt? Schön, dass du da bist. Wie lautet dein Plan? Grace meinte, du wärst überfallen worden. Hund und ich sorgen dafür, dass das nicht noch einmal passiert. Wir bewachen den Eingang hier und lassen keinen herein. Klingt gut. Ich komme wieder, sobald ich die Eierkammer gefunden habe. Wir stehen für die Schmiere. Pass dort drinnen gut auf dich auf. Das machen wir. Wir müssen auch da rein, ne? Ja. Mal schauen. Stufe 64. Ich ahne das Schlimmste. Was leuchtet hier? Und wo kommt hier Licht? Das ist ja schräg. Okay, was müssen wir denn machen? Beschaffe die Steinglyphe von Auge des Verzehrers. Wow, das klingt so, als wäre das ein schwerer Gegner. Und suche in Schwefel-Elementarschaman. Nach einem Weg. Die Karte der Ahnen zu aktivieren. Das ist ein richtig fetter, ne? Ich ahne ja das Schlimmste. Also ich meine, immerhin sind wir hier gleich um die Ecke. Also ihr haut auf jeden Fall gerade rein. Sollte mal wieder mehr blocken, ne? Da kommt jemand, der greift auch mit an, hoffe ich. Ja, das könnte schon mal sehr nützlich sein. Ja, sehr, sehr nützlich. Sehr nützlich. Ich wollte eigentlich nur looten und gar nicht das da aufheben. Ist das das, was wir brauchen? Okay. Und dann ist das andere. Suche in Schwefel-Elementar-Schamane. Ist das eine? Schamane ist ja Singular, aber wir sollen da 3-mal drin suchen. Das heißt, die sind hier irgendwo random. Ich halte mich mal an ihn. Ich hoffe, er macht das gleiche wie ich. Ist das da sowas? Ja, das ist sowas.
Stufe 64 ist natürlich wieder heavy, aber die kriegt wenigstens auch auf die Schnauze. Das heißt vermutlich davon müssen wir drei töten. So, das sind die falschen, ne? Egal, wir müssen ja hier lang, nützt ja nichts. Vor allem müssen wir hier lang, ohne zu sterben, wäre ganz schön. Warte mal, wir machen jetzt mal den Kleinen. Okay, bin ich schon wieder fast tot, um nicht zu sagen, sozusagen tot. Warte. Oh, der andere ist tot. Das ist natürlich blöd. Dann ist der hier wohl stark. Oh, 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 oh. Können wir bitte weg? Na toll, jetzt haben wir noch den Käfer. Den habe ich mir gewünscht. Ja, Bitte töte mich nicht. Okay, der Dick ist down, das ist gut. Der blöde Käfer wird wohl noch gehen. Okay, dann machen wir einmal den hier. Dann den, dann das da. Und wo ist der nächste? Da hinten ist einer. Und ist das da auch der richtige? Ja. Okay, dann fangen wir vielleicht mal mit dem da an. Ey. Die alleine gehen, ne? Die sind gar nicht so schlimm. Aber wir brauchen halt immer noch einen. Und der eine ist da hinten. Ja, okay, dann versuchen wir mal zu helfen. Kommt der da überhaupt mit? Der wollte nur die Kiste looten und ich greife hier den an für den, wa? Okay, cool. Dann laufe ich doch mal nach da hinten. Da ist nämlich auch noch einer. Warum wackelt hier alles so schräg? Oh, kannst du mich mal bitte in Ruhe lassen? Also Netzseilen zahlt sich nicht immer aus. Ja, danke schön. Oh, ich dachte, du bist resettet. Warum kommst du denn noch einmal doch wieder? Jetzt aber resettet. Hoffentlich wirklich. Dann einmal hier kurz um die Ecke und den letzten davon noch. Von den Elementarschamanen. Das ist doch der richtige, oder? Ja. Ja, die gehen easy. Wenn sie alleine sind. Oh, eigentlich wollte ich zuerst den Loot sammeln. So, dann haben wir das, glaube ich, geschafft. Durchsuche den Kartenraum. Welcher ist denn das? Gegenüber, hä? Ja, von der anderen Seite da. Was müssen wir denn finden? Steht da nicht, ne? Aber hier geht's rein, na sehr gut. Dann gehen wir doch erstmal da rein und dann wissen wir vielleicht auch, wenn wir drin sind, was wir machen müssen. Hoffe ich jedenfalls. So, so. Danke übrigens für den Follow, Leon. Ich habe es jetzt erst gesehen. Ich habe noch nicht so richtig den Blick dafür, wo ich überall immer so drauf achten könnte, sollte. So, Steinglyphe packen wir da rein. Warum sehen wir so komisch aus? Haben wir nicht einen ganz anderen Helm gehabt? Das waren wir nicht. Das waren wir doch nicht, oder? Okay, und was muss ich jetzt machen?
Sprich mit Xander, okay. Na, dann gehen wir doch mal dahin und reden wieder mit ihm. Durstig, ich versuche einen Kaktus zu fällen, um etwas Wasser zu bekommen. Ich wusste gar nicht, dass man Wasser bekommt, wenn man Kakteen hier fällt. Da liegt einer. Den will ich... Was kann man machen? Ich kann es abbauen? Ja, das machen wir doch glatt. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt überhaupt, aber... Was ist das da rechts, was da so... Und links, was da so rumfliegt? Soll das, keine Ahnung, eine Spiegelung sein von irgendwas? Bisschen merkwürdig. Ja, naja. So, haben wir da jetzt eigentlich das Ei hingelegt oder haben wir das nur angeguckt? Ich habe es gar nicht richtig gelesen. Willkommen zurück. Wie du siehst, hatten wir uneingeladene Gäste. Hund und ich haben sie wieder ausgeladen. Scheinbar hat jemand großes Interesse an deiner Suche. Aber wie war's? Hast du die Eikammer gefunden? Ja, das habe ich. Sie befindet sich in den Ruinen im Osten. Hervorragend! Dieses Abenteuer mit dir macht mir großen Spaß. Abgesehen von diesem elenden Sand. Wenn ich noch ein Steinchen unter den Lendenschutz bekomme, dann schreie ich! Ja. Ja. Okay, also wir kriegen auf jeden Fall hier diesen Stab, einen Feuerstab. Nehme ich sehr gerne mit. Auch wenn wir im Moment nicht Caster-mäßig also unterwegs sind. Müssen wir nochmal durch die Wüste? Ich habe nochmal nachgedacht. Schwefelsand ist doch heißer als Griechenland. Steck ein Huhn mit etwas Milch in eine Tasche und hoppa! Avgolemono-Suppe! Okay. Wir müssen uns beeilen. Maleks Getreue könnten wissen, wo das Ei ist. Ja, natürlich. Hund und ich treffen dich dort. Erst auf der Jagd. Ich weiß allerdings nicht, was er hier fangen will, außer Skorpionen und noch mehr Steinchen. Ja! Die Hose ist auf jeden Fall schon mal nice, auch wenn es mittlere Rüstung ist. Vielleicht switchen wir scheinbar irgendwie indirekt doch auf mittlere Rüstung, einfach weil wir so viele Items davon bekommen. So, wir müssen da oben hin. Das heißt, wir müssen... Wir laufen mal nach da zum Reisepunkt. Und reisen dann dahin, das geht wahrscheinlich besser. Diese ganze Rüstung, wenn ich das richtig gesehen habe, die gibt Säureresistenz. Gott, reden kann ich auch nicht mehr. Ich glaube, das ist sehr nützlich hier für diese ganzen Bereiche. Die anderen beiden Sachen, die ich schon ausgerüstet habe, die haben ja irgendwie meine alten Sachen ersetzt und dann konnte ich meine alten Sachen gar nicht mehr haben. Also die sind dann auch gar nicht in meinem Inventar gelandet, weil die irgendwie so alt sind, dass die schon irgendwie nicht mehr da sind oder so. Das ist ein bisschen blöd gewesen. Denn wir verlieren dadurch tatsächlich eine ganze Menge Rüstung, wenn ich jetzt auf mittlere wechsle. Aber dafür sind wir vielleicht ein bisschen mobiler. Jedenfalls, wenn es denn dann soweit ist. So, bitte einmal dahin reisen. Es dauert, es dauert. Was müssen wir da machen eigentlich? Ich habe es gar nicht gelesen. Ich lese auch schon wieder gar nicht gut mit, was wir hier überhaupt zu tun haben. Was haben wir denn? Reise zum Platz der Säulen. Ja gut, das kriegen wir erstmal hin. Ist ja nur noch hinlaufen. Warum steht da einer rum? Miri. Hi. Aber ich gehe dann mal. Okay, heikle Position. Sprich mit Xander. Ach, er ist schon wieder hier. Ja gut, wir haben ihm ja auch gesagt, wir müssen uns beeilen. Vorratsversteck, naja, versteckt. Würde ich jetzt nicht sagen. Das ist also der Platz der Säulen. Warum der wohl so heißt? Warum sind wir nochmal hier? Ist eine gute Frage. Laut der Karte müsste hier eine weitere Eikammer sein. Verstehe. Dann müssen wir nur die Tür finden. Wie könnte diese Tür wohl aussehen? Vielleicht so wie die da oben. Was? Genau, Xander. Ah, dann eine, die wie die Tür da aussieht. Die Bauweise der Wände lässt darauf schließen, dass es noch ein Obergeschoss gab. Vielleicht. Nein, Xander, die Tür da, das muss sie sein. Okay. Gut. Tja, da ich nicht so gut klettern kann, überlasse ich das dir.
geklappt. Sollte jemand versuchen, dir zu folgen, zerschlagen wir ihn wie ein Ei. Okay, das mit dem Klettern ist bei mir jetzt auch nicht gerade so gut. Ach, ist Hund seine Katze? Ach, das ja, das ist so ein Luchstier, ne? Hund dreht sich kurz auf den Rücken, das ist wahrscheinlich eine Falle. Okay. Ziegenkrank. Geschichten der Schwefelsandwüste, Wüstendorn. Wie oft habe ich schon gesagt, wie gerne ich weit, weit weg von hier leben würde. Was hält das Schicksal hier für uns bereit? Von Monstern verschlungen und unserer Knochen von Ziegen wieder ausgeschissen. Wow. Vater, du sagst, wir müssen uns zu unserer Sicherheit an das halten, was wir kennen. Sicherheit. Was ist Sicherheit? Ohne Wasser stirbt man. Begegnet man einem Verzehrer oder stolpert über einen Löwen, stirbt man. Wenn man nachts im Sand ein hübsches Leuchten sieht, stirbt man. Oh Vater, ich möchte etwas Neues sehen. Ich möchte das nass eines großen Sees spüren. Ich möchte Bäume mit runden, weichen Blättern sehen. Ich möchte ein Land ohne Ziegen sehen. Du sagst zwar, es sei gefährlich, aber ich würde einen Affenhintern umarmen, solange er nur neu ist. Okay. Haben wir, glaube ich, aber schon mal gelesen. Phineas, der Flinke. Der interessiert sich auf jeden Fall nicht für uns, aber wir helfen hier mal, weil der da halb tot ist und ich mich auch immer sehr über Hilfe freue. Wir sind vielleicht nicht so eine Riesenhilfe, aber ein bisschen. Okay, die Ziege ist down, aber die war nicht Priorität. Das ist ja auf jeden Fall schon wieder so ein Boss-Dick. Boss-Dick. So ein dicker Boss, wollte ich eigentlich sagen. So ein dicker Mob. Guck mal, er ist wieder voll geheilt. Das läuft doch. Ich wollte gerade sagen, wir kriegen gar keinen Schaden von dem, aber jetzt haut er uns. Bitteschön. So, das heißt, wir müssen hier hochklettern. Habe ich das jetzt richtig indirekt mitgelesen? Hier sind wir, glaube ich, schon mal hochgeklettert, ne? Ja, genau so habe ich mir das vorgestellt. Oh, oh, das war zu weit. Ich bin so schlecht im Klettern. Das ist echt unfassbar. Ich will doch nicht darüber springen, meine Güte. Warum ist das denn so kacke? Ich drücke da nicht mal mehr nach vorne. Das ist so, als würden wir da so einen Hechtsprung machen. So ähnlich wie das. Aber ich bin auch sowieso behindert, also es sollen jetzt keine Ausreden sein. Ja, ich... Das mache ich nicht. Ja, aber... Okay.